Einen wunderschönen guten Morgen zum Sonntag-Live-Training hier. Hier bist du richtig, wenn du das Gefühl hast, dass dir das Geld immer wieder zwischen den Fingern zerrinnt. Und ja, schon jahrelang versuchst, finanziell auf den grünen Zweig zu kommen und dennoch kommst du immer gerade so Monat für Monat über die Runden. Ich spreche da gerade von meinem früheren Leben. Und eigentlich würdest du dir, oder von unserem früheren Leben, und eigentlich würdest du dir gerne keinerlei Gedanken mehr um Geld machen und dir wünschen, dass Geld einfach immer an deiner Seite ist, genauso wie du es gerade brauchst. Genauso ging es mir, ging es uns früher auch, und darüber würde ich jetzt gerne mal mit dir sprechen, dir ganz viele Gedankenimpulse heute Morgen hier mit auf den Weg geben, wie du das Ding jetzt eben auch ja, wirklich drehen kannst. Und mal noch einen Satz dazu, was hat Geldenergie überhaupt mit dem Seelenplan zu tun? Der Seelenplan entspricht ja genau das Ding, warum du mal hierher gekommen bist. So mit diesem unsichtbaren Rucksack nenne ich es immer gerne. Da ist unsere Lebensaufgabe drin. Man hat es uns nur nie beigebracht, diese wirklich auszupacken und die zu leben und seinem Herzen zu folgen, sein eigenes Ding zu machen, sondern wir sind ja da in ganz andere Muster und ja, Zwänge und Schubladen reingedrückt worden. Und wenn es darum geht, wirklich deine Botschaft in die Welt zu bringen, das, was dich ausmacht, die Quintessenz deiner selbst, dann geht es einfach nicht so gut, wenn du da immer noch im Mangel bist. Denn es ist alles Fülle. Wir sind ständig von der Fülle umgeben. Alles ist ein Teil dieses großen Ganzen. Die Natur, die kennt keinen Mangel. Und wir alle sind ein Teil dieser Natur. Und deshalb ist es so hilfreich, wenn du dich auch nicht nur deiner Lebensaufgabe öffnest, deinem Seelenplan, sondern eben auch dein ganzes Sein darauf Empfang stellst. Okay? Das ist so das Thema, über das ich mit dir jetzt sprechen möchte. Wenn du Fragen hast, schreib es mir gerne ins Kommentarfeld rein. Ich habe ja auch mein Handy liegen, mein Smartphone. Da schaue ich auch immer wieder rein, sodass ich da gerne auch auf deine Fragen eingehe. Du kannst auch noch was zum Schreiben zurechtlegen. Ich werde dir nachher auch noch so ein paar Dinge mitgeben, was vielleicht ganz hilfreich ist, wenn du dir das notierst. Und dann werden wir auch noch eine ganz geniale Übung machen, wo du mal so richtig Geldenergie auch spüren kannst und dein ganzes Sein mal auf Empfang stellen kannst. Okay? So, die Zuschauer trudeln rein. Schreib mir doch auch gerne mal rein, wovon du zuschaust, wie viel Grad es bei euch so ist. Oder schreib einfach mal ein Hallo rein, dann kann ich dich auch hier begrüßen. Die Monika ist mit dabei. Hallo, liebe Monika, die Sabine. Einen wunderschönen guten Morgen. Dann kann ich dich gerne auch mit Namen begrüßen und sehe noch besser, wer hier alles dabei ist. Genau. So, über Herzlein und Daumen hoch freue ich mich natürlich auch. Okay, ich würde gerne mit dir darüber sprechen, dir ein paar Handlings auch an Hand geben, was du sofort umsetzen kannst, um wirklich mehr Geldenergie auch in dein Leben fließen zu lassen. Und auch, wie du dein Denken und dein Verhalten mit Freude und mit Spaß ändern kannst, damit Geld auch gerne künftig zu dir fließt. Also ich werde dir die Dinge heute Morgen hier, alles dazu reicht ja die Zeit, müssen wir den ganzen Tag miteinander verbringen, aber so ganz, ganz wesentliche Punkte, damit du mal einen Anfang hast, auch hier mit auf den Weg geben, die Dinge, die ich eben auch umgesetzt habe. Und wie ich dann ja, mich der Geldenergie letztlich auch öffnen konnte. Denn ich sage dir ganz ehrlich, es gab, ich bin ja jetzt in der Richtung hier schon seit ja, 18 Jahren unterwegs. Erstmal viele Jahre nebenberuflich, als ich noch im öffentlichen Dienst war. 30 Jahre am Schreibtisch gehockt. Mich will damit getröstet, eigentlich geht es dir ja gut, aber eigentlich hat mein Herz und meine Seele geschrien, das ist nicht dein Ding, das entspricht nicht wirklich deinem Lebensplan, deiner Seelenaufgabe. Viele körperliche Signale mir auch geschickt. Und es gab Phasen, wo ich wirklich dachte, ich habe jetzt schon vieles in meinem Leben geändert und verändert und
Folge schon recht gut meinem Seelenplan, meiner Lebensaufgabe. Aber ob ich das Ding mit der Geldenergie, dem Leben hier wirklich noch Gehalt bekomme, da habe ich manchmal dran gezweifelt. Das mal vorab, damit du einfach weißt, falls du mich jetzt zum ersten Mal siehst, woher ich komme. Ich weiß also schon sehr gut, wie es ist, wenn man wirklich das Gefühl hat, man läuft dem Geld immer hinterher, es ist immer weniger. Am dritten vom Monat hätte man am liebsten, dass schon wieder der erste ist und solche Dinge. Also, dass der Monat viel, viel länger dauert als das Geld. Und ich würde auch mit dir gerne über so ein paar magische Steps und Tricks sprechen, die dir wirklich helfen, ganz easy peasy dauerhaft Geld in dein Leben fließen zu lassen. Also all die Dinge, die ja, mir wirklich geholfen haben. Okay, und du bist hier auch richtig, wenn du wirklich hoffst, mit deinem Seelenplan auch anderen Menschen zu helfen und zum Beispiel auch der Erde helfen zu können. Ich weiß, hier sind ganz viele in der Gruppe, wo das einfach wirklich die Intention ist, wo, und das sehe ich auch unter dem Thema Seelenplan zu leben, die Lebensaufgabe, dem Ruf der Seele zu folgen, also das zu machen, was dem eigenen Selbst wirklich entspricht. Wir haben dann nur eine falsche Deutung uns überstülpen lassen, was es heißt, Beruf. Das welchen Ruf steckt da eigentlich drin, also dem Ruf der Seele zu folgen. Und ich weiß, hier sind ganz, ganz viele, ich würde fast sagen, die meisten, die den Seelenplan leben, entdecken und leben möchten, also auch den Seelenberuf daraus kreieren möchten. Und da ist das erste Ding, dem Herz zu folgen, einen Mehrwert zu erschaffen, etwas hier zu hinterlassen für die Menschheit, für die Natur, für Mutter Erde. Und du bist hier auch richtig, wenn du wirklich schon so einiges versucht hast und vielleicht auch gedacht hast, fehlt schon, was sind überhaupt so meine Talente, was macht mich überhaupt aus, was ist überhaupt die Quintessenz meiner selbst, denn vielleicht geht es dir ja auch so, willkommen im Club, vielseitige Interessen, dass du dich deshalb und vielseitige Ausbildungen und Kurse schon besucht und, dass du deshalb gar nicht schon weißt, was ist denn das Ding, womit ich überhaupt da durchstarten kann, was macht mich denn selbst aus. Oder vielleicht bist du ja auch schon irgendwie im Coaching, im Mentoring-Bereich oder beratend tätig, im spirituellen, im esoterischen Bereich, im astrologischen Bereich oder Numerologie ist auch etwas, was mich immer sehr beschäftigt hat. Und bist schon neben oder auch beruflich selbstständig, aber es läuft einfach noch nicht so rund. Dann hat es was so ein bisschen damit zu tun, dass die Quintessenz, so das eine Ding, was dich wirklich ausmacht, noch hinzugefügt werden kann und darf zu deinen vielseitigen Talenten und dass du auch dein ganzes Sein auf Empfang stellst. Also nicht nur die Menschen in dein Leben lässt, die wirklich deine Botschaft auch haben möchten, wofür du da bist, wofür du hier auf der Erde bist, sondern auch, dass du die Geldenergie in dein Leben ziehen lässt. Ja? Genau. Ich habe ja gerade aufs Handy geschaut. Die Deborah ist mit dabei. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Also wenn ihr mir ein Hallo reinschreibt, dann bekommt ihr eine persönliche Begrüßung von mir, weil dann sehe ich euch auch im Namen hier. Genau, wann bist du hier auch richtig? Wenn du grundsätzlich wissen willst, warum du überhaupt hier bist, vielleicht stellst du dir die Frage ja auch schon eine gefühlte Ewigkeit und hast schon unterschiedliche Ausbildungen, Coaching-Ausbildungen gemacht und arbeitest aber nicht hauptberuflich in dem Bereich, weil es dir einfach noch nicht die Geldenergie zufließen lässt, dass du sagst, davon kann ich richtig, richtig gut leben. Das war ja bei mir viele Jahre auch der Fall, mit einer der Gründe, warum ich so lange eben auch im öffentlichen Dienst hier am Schreibtisch gehockt habe. Habe zwar recht gut verdient, aber trotzdem Gaben und Seiten an meiner Seite gehabt. So eine Ader, die mir immer das Gefühl gegeben haben, das Geld zerrinnt mir, wenn mal ein bisschen mehr geflossen ist, war es wieder viel, viel schneller weg, als ich nur gucken konnte. Vielleicht kennst du das. Dann bist du also hier genau richtig. Und mal gleich ein Glaubenssatz.
Wer von euch kennt das, so diesen Glaubenssatz? Ich muss hart arbeiten und habe doch nie genug Geld. Ich muss hart arbeiten, ich muss so hart arbeiten und viel arbeiten und habe doch nie genug Geld. Schreib mal ein Ich da gerne ins Kommentarfeld, wenn du das kennst. Hallo lieber Uwe, guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist. Wer kennt das? Geld verdienen ist hart. Oder um viel Geld zu verdienen, muss ich auch viel arbeiten. Wer kennt das? Also mal, bis ich mal eure Kommentare dazu sehe, wer das von euch kennt. Ich glaube, wir haben zu nichts und niemandem so ein ungutes Verhältnis wie zu dem Thema Geld, Geldenergie. Wir lassen so alles Mögliche in unser Leben fließen. Energien, die wir brauchen, Energien, die wir nicht brauchen. Aber der Geldenergie, da stehen wir dann so. Ich hätte ja gerne ein bisschen mehr, aber bitte doch nicht so viel. Kenne ich alles, so habe ich ja auch mal da gestanden. Ja? So, wer kennt das von euch? Ich muss so hart arbeiten und habe doch nie genug Geld. Und jetzt würde ich dir mal gerne eine Frage mit auf den Weg geben, weil diese Frage stelle ich dir jetzt mal ganz bewusst. Ich glaube, hier in unserer Gruppe, die meisten von euch, also auch du, sind wirklich sehr, sehr wahrnehmend, feinfühlig, sensibel, hochsensibel und sehen das aber eigentlich noch so ein bisschen als Handicap an. Denn lass mal die Frage auf dich wirken, diese Gedanken, ich muss hart arbeiten und habe doch nie genug Geld oder für Geld, um viel Geld zu verdienen, muss ich wirklich auch viel arbeiten. Sind das wirklich deine Gedanken? Oder bist du so feinfühlig und wahrnehmend und hast diese Gedanken, die die Masse da draußen denkt, übernommen und hältst sie inzwischen für deine eigenen Gedanken? Denn schau mal, als wir auf die Welt hier gekommen sind, so als 2-, 3-, 4-Jährige, da war für uns alles möglich. Wir haben uns nicht drüber Gedanken gemacht, dass man hart arbeiten muss für Geld. Oder dass man viel tun muss, überhaupt etwas tun muss für Geld. Wenn wir da von der Oma, von Mama, von Papa, vom Umfeld Geld bekommen haben, haben wir uns gefreut und waren ganz, ganz happy und haben uns keinerlei Gedanken darüber gemacht, das und das muss ich als Gegenleistung dafür erbringen. Ja? Das sind alles Dinge, die wir später erst übernommen haben. Deshalb machst du die Eingangsfrage, sind es wirklich deine Gedanken? Oder sind es die Gedanken der Masse, des Umfeldes, was du irgendwann im Laufe der Jahre wirklich übernommen hast und als deine ansiehst? Und noch eine weitere Frage, die auch, wir steigen also jetzt schon so mitten rein, eine weitere Frage, die du dir auch stellen kannst, wenn du dich an deine Kindheit zurückerinnerst. Wie oft hast du gehört, stell dich nicht an erster Stelle, dränge dich nicht vor, setz dich irgendwo in die Mitte oder hinten hin, aber nicht vorne auf die ersten Plätze und solche Dinge. Nur ja nicht auffallen, also nur ja irgendwo mit den anderen mitschwimmen. Und wenn du dir mal erlaubt hattest, so ja, der Clown zu sein oder dich in den Vordergrund zu stellen, wie oft bist du da vom Umfeld auch gerühmt worden? Und kann es sein, dass auch da bis heute Anteile in dir sind, die dich denken lassen, ich mag nicht aus der Masse hervortreten, wirklich mein eigenes Ding machen, meinen Seelenplan neben mir, mein Leben ganz nach meinem Herzen zu gestalten und auch die Geldenergie dazu in mein Leben fließen lassen, wie ich sie wirklich haben möchte. Sei mal ganz ehrlich zu dir, fühl dich mal dazu eingeladen. Wir sind ja hier jetzt in einer elitären Runde, wo jeder so auf dem gleichen Weg ist, kann es sein, dass da in der Richtung Anteile in dir sind. Und dass genau diese Anteile bei dir bislang noch eines bewirken, bis eben, wir wollen das ja heute hier ändern, die dich noch davon abhalten, wirklich die Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen.
eigentlich zu dir fließen möchte, die du eigentlich wirklich empfangen möchtest, wo du aber bis eben aufgrund dieser Prägung Dinge aus der Kinderstube dir noch erzählst, ich brauche ja nicht so viel Geld oder Geld ist nicht wichtig und vielleicht auch stolz drauf bist, du kommst mit wenig Geld aus und immer noch glaubst, du musst wirklich schwer und hart arbeiten, um auf einen grünen Zweig zu kommen und drehst dich deshalb so in dieser Spirale. Okay, denn durch diese Gedanken, unsere Gedanken sind nicht nichts, alles ist eine große Energie, alles schwingt in einer großen unendlichen Energie. Und unsere Gedanken, die wir aussenden, das Universum hat immer gute Ohren und sagt im übertragenen Sinne, jetzt mal metaphorisch ausgesprochen, dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn du das ans Universum projizierst und aussendest, das Universum sagt, okay, dein Wunsch ist mir Befehl, dann erschaffst du dir so immer wieder deine Lebenswirklichkeit. Du musst hart arbeiten, um Geld zu verdienen, solange du denkst, ich drehe mich so im Kreis, ich komme auf keinen grünen Zweig. Solange du das aussendest, wird auch da das Universum sagen, okay, dein Wunsch ist mir Befehl und erschaff dir so deine Lebenswirklichkeit. Und jetzt, wenn du was zum Schreiben hast, würde ich dich schon mal gleich dazu einladen, ersetz mal gleich diesen Glaubenssatz, ich muss hart arbeiten oder Geld zu verdienen ist hart, in Geld erreicht mich ständig und problemlos. Schreib dir das auf. Geld erreicht mich ständig und problemlos. So wie du das früher als 2-, 3-, 4-jähriges Kind oder noch 5-jähriges Kind, also bevor du in die Schule gekommen bist, auch geglaubt hast. Da hast du keine Prägung darüber gehabt. Niemand von uns hatte Ansichten darüber. Ja? Geld erreicht mich ständig und problemlos. Und bei diesen ganzen Gedankenmustern, die ich dir jetzt hier mit auf den Weg gebe, bitte, da geht es auch darum, dass du das jetzt nicht nur heute 1-, 2-mal denkst und morgen noch 1-, 2-mal denkst, sondern künftig wirklich deine ganze mentale Gedankenausrichtung in diese Richtung stabilisierst und anfängst, in diese Richtung zu denken. Dann wird es auch funktionieren, weil das, was du bislang denkst, das denkst du ja auch nicht einmal. Das denkst du schon viele Jahre. Deshalb manifestiert sich das auch so schnell in deinem Leben. Deshalb ist die Lebenswirklichkeit, so wie du sie jetzt hast, deshalb ist sie ja auch eben so. Okay? Gut. Also, Geld erreicht mich ständig und problemlos. Vielleicht fallen dir jetzt, wo wir schon mal ein bisschen, sind ja so 20 Minuten hier miteinander zugange, noch so eigene Glaubenssätze, die dir gerade so aufpoppen zu dem lieben Thema Geld ein. Schreib es gerne mal ins Kommentarfeld, damit wir die auch nachher noch individuell wandeln können, auch zur gegenseitigen Inspiration. Denn wie sagt man so schön, wenn man sich was aufschreibt, Volksmund sagen wir so schön, man schreibt es sich von der Seele und so gibst du es hier ans Universum ab, teilst es hier mal ganz offiziell in der Gruppe. Andere haben auch den Aha-Effekt und da fallen noch mehr Glaubenssätze ein. Umso mehr wir hier auch dann gemeinsam in der Richtung miteinander hier wirken können, umso mehr können wir auch gemeinsam erreichen und umso rascher und besser kannst du deine Glaubenssätze da wirklich auch wandeln und lösen. Okay, so, dann würde ich dir mal gerne noch, ich schaue nachher noch mal rein, dass du es so geschrieben hast und gehe da gerne drauf ein. Dann würde ich gerne noch mit dir mal über einen Gedanken sprechen, der jetzt vielleicht ein gewisses Bild völlig, ja, wie sagt man, vom Kopf auf die Füße oder von den Füßen auf den Kopf stellt. Achtung! Jetzt wird der Denker vielleicht rebellieren. Beobachte mal. Lausch mit dem Herzen hin und beobachte einfach mal. Die Entscheidung für mehr Geldenergie in dein Leben und für finanzielle Freiheit, in welcher Größenordnung das auch immer für dich ist, ist so einfach, wie ins Geschäft zu gehen,
dir Milch zu kaufen, Shampoo zu kaufen oder sonst etwas. Nochmal, die Entscheidung für finanzielle Freiheit oder um mehr Geld, Energie in dein Leben fließen zu lassen, ist im Prinzip so einfach, wie wenn du ins Geschäft gehst, entscheidest dich für die Flasche Shampoo oder die Flasche Milch oder was auch immer. Das Universum kennt da keinen Unterschied. Den Unterschied machen nur wir, süße Wesen hier, mit unserem Köpfchen. Nur hier die Geschichten, die wir hier drin haben, die synaptischen Verbindungen, die wir in unserem Gehirn verankert haben, machen den Unterschied. Und genauso jetzt auf die Geldenergie auch bezogen. Ob du 1 Euro beim Universum bestellst oder ob du, mein ganz krasses Beispiel, 1 Million Euro beim Universum bestellst oder manifestieren möchtest. Für das Universum ist es derselbe Prozess. Nur wir haben zu 1 Euro mit diese Geschichte da dran hängen. 1 Euro, ja klar, kein Thema, kann ich auch auf der Straße irgendwo finden. Aber 1 Million Euro ist ja nichts anderes als eine 1 mit mehreren Nullen dran. Das ist eine riesengroße Zahl, das ist unvorstellbar. Und das ist im Prinzip für das Universum der einzige Grund, beziehungsweise für uns der einzige Grund, warum das damit nicht funktioniert, weil wir unsere Geschichten daran geknüpft haben. So, und jetzt stell dir mal vor, man hätte uns diese Geschichten in der Kinderstube und von der Gesellschaft im Laufe der Jahre nicht übergestülpt, sondern genauso, wie die Luft zum Atmen da ist, hätte man uns beigebracht, so ist auch Geldenergie da. Weil wenn die Geldenergie, es ist alles eine große Energie, wenn die Geldenergie nicht auch in unendlicher Menge da ist, weil wer druckt letzten Endes denn das Geld? Wir Menschen. Natürlich nicht jeder zu Hause, sondern ja, wird irgendwo gedruckt. Man hätte uns beigebracht, so wie die Luft zum Atmen da ist, so ist auch Geldenergie da. Wenn wir in diese kindliche Neugierde noch reingehen könnten, von 3-4-Jährigen, der einfach Geld empfangen hat, die einfach Geld empfangen hat. Und wir würden bis heute so auf Empfang stehen. Denn unter dem Aspekt, dass alles eine Form von Energie ist, wenn wir in einem Raum sind, ich sage jetzt mal mit 50 Leuten, und atme mal ein bisschen tiefer ein und aus, weil es uns gerade danach ist, dann kommen wir auch nicht auf die Idee, dass dann anschließend weniger Sauerstoff im Raum da ist. Wir kommen nicht auf die Idee, dass wir jemand anderem was weggeholt haben. Wir kommen auch nicht auf die Idee, dass wir anschließend weniger ein- und ausatmen dürfen. Und wir atmen einfach. Stell dir mal vor, jetzt nur mal für den Moment, einfach nur mal ein bisschen den Horizont hier zu öffnen. Das hätte man uns beigebracht. Und vielleicht magst du dir jetzt mal für einen Moment vorstellen, soweit es dir möglich ist, diesen ganzen Kram, was gerade so an Aha-Effekten unterbewusst, unbewusst da kommt, einfach mal wegschicken, zurück zum Absender. Schick's einfach mal weg. Wow, und atme mal 2-3 Mal tief aus. Einfach mal alles wegschicken. Okay? Die Sabine schreibt, woher soll ich denn Geld bekommen? Das ist jetzt noch ein wichtiger Aspekt. Danke, liebe Sabine, für deine Frage hier auch. Dinge, über die wir hier sprechen. Wenn ich eben gesagt habe, so dieser Glaubenssatz, Geld zu verdienen ist hart, ist schwer, ich muss viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen und solche Dinge. Das sind Glaubenssätze. Und nach deinem Glauben wird dir geschehen, steht schon in der Bibel geschrieben, ja? Ich gehöre zwar keiner Kirche an, aber manchmal sind solche Bibelzitate, da steckt ja schon viel altes Wissen drin, schon sehr, sehr hilfreich. Dann geht es nicht darum, einfach nur dann zu hocken, ich sage es jetzt mal ganz spirituell, esoterisch, umzusingen, sich nur auf Empfang zu stellen und zu sagen, okay, Geld regnet vom Himmel. Also den Zauberstab habe ich auch noch nicht gefunden, sondern so gesehen kommt
das Thema Geld verdienen, schon von dienen, aber nicht in dem Sinne, dass ich hart dafür arbeiten muss, sondern das immer wieder bei dem Kontext mit dem Seelenplan, dass du, Sabine, du hattest die Frage gestellt, jeder von euch sich die Frage stellen darf, was haben andere Menschen davon, dass es mich gibt? Und so, da wir alle ein Teil des Ganzen sind, du auch ein Teil des Ganzen bist, mit deiner Seelenbotschaft, mit deiner Lebensaufgabe, daraus deinen Seelenberuf kreieren kannst und damit dann die Geldenergie in dein Leben fließen lassen kannst, auch so, wie du sie haben möchtest. Denn wenn es darum geht, dass du die Geldenergie, von der ich spreche, in dein Leben fließen lassen möchtest, so wie du sie wirklich haben möchtest, und erlaub dir da auch mal groß zu träumen und wieder groß zu denken, so wie will ich wirklich mein Leben haben, dann funktioniert das einfach auch am besten oder eigentlich nur auf dem Weg, wenn du wirklich die Verantwortung für dich und für dein Leben übernimmst, deine Botschaft rausträgst und dir eben nicht von anderen Menschen, sprich Arbeitgeber oder Vorgesetzte, wer auch immer das ist, oder Institutionen vorschreiben lässt und einen Deckel über dich setzen lässt, wie viel Geld dir zur Verfügung steht, Monat für Monat. Denn schau mal, der nächste ganz wichtige Gedankenimpuls ist, niemand von uns ist hierher gekommen, um oder dafür bestimmt, um ein Leben in Armut zu leben. Jeder von uns, egal wo du gerade stehst, wo du jetzt stehst, da stand ich ja auch mal vor ein paar Jahren. Also es gab jedes Jahr einen Monat, wo ich mal so 2 Wochen in etwa im Plus war. Das war im Dezember, 13. Monatsgehalt, 1-2 Wochen Plus und dann wieder Minus. Dann habe ich wieder angefangen, im Geld wieder jetzt zu werden, ja. Und egal, wo du jetzt gerade stehst, es fängt alles mit deiner Entscheidung an. Ich ändere jetzt komplett meine Denkrichtung in die Richtung, wo wir jetzt drüber sprechen. Wir haben erst angefangen. Du bekommst ja noch ganz viele Impulse jetzt hier von mir mit. Und dazu bist du, jeder von uns, ausgestattet mit einem freien Willen. Du kannst selbst entscheiden, wie du leben möchtest, wo du leben möchtest, mit wem du leben möchtest, wie dein Leben überhaupt ausschaut. Wenn der Denker jetzt rebelliert, ja, aber, ich kenne diese ja, aber. Mir fällt gerade so etwas ein, wo ich mal einen Autounfall hatte, weil ich immer am Steuer eingeschlafen war. Jetzt war ich übernächtigt oder total übernächtigt war, sondern weil meine Arbeit damals, die ich gemacht habe am Schreibtisch, mich wirklich so viel Energie gekostet hat. Nicht, weil ich mich überarbeitet hatte, sondern es hat mir einfach Energie geraubt, weil es mit mir entsprochen hatte und auf dem Heimweg dann am Steuer eingeschlafen bin und an der Leitplanke geraubt hatte. Und als ich dann nach Hause kam, sagte unsere Tochter zu mir, die war damals so im Teenageralter, dann kündige doch da endlich. Ich habe so für mich gedacht, ja, sie hatte recht, aber wie soll denn das gehen? Ich muss doch da jeden Morgen hin. Ich muss doch da Summe X jeden Monat hier auf mein Konto fließen lassen. Also ich habe mich so verhalten, als hätte morgens jemand da an meinem Bett gestanden, Pistole an den Kopf, du stehst jetzt auf und gehst dahin. Es war ja letztlich meine freie Entscheidung. Es war letztlich mein freier Wille. Ich habe mir nur eine andere Geschichte erzählt. Ja, jeder von uns hat einen freien Willen und das heißt jetzt nicht, dass es einfach ist, deshalb habe ich dir das jetzt erzählt. Ich habe ja Monate, Jahre gebraucht, um endlich die Kündigung zu schreiben und wirklich mir zu erlauben, mein eigenes Ding zu machen. Diese Worte, die aus unserer Tochter damals kamen, das waren ja so diese kindlichen Worte, weil sie damals ja noch nicht die Prägungen hatte, wie wir sie als Erwachsene haben. Ja. Und das heißt nicht, dass es total easy und einfach ist, aber es fängt mit der Entscheidung an und dem Bewusstsein, du hast einen freien Willen und kannst jederzeit anfangen, dir deine Lebenswirklichkeit so zu kreieren, wie du es wirklich
möchtest. Und vielleicht an der Stelle mal noch eine Frage. Wer von euch glaubt denn an das Gesetz der Anziehung oder hat schon mal was davon gehört? Wer glaubt an das Gesetz von Ursache und Wirkung? Schreib mal ein Ich rein oder schenk mal einen Daumen hoch oder ein Herz rein. Ja? Wer von euch glaubt an das Gesetz von Ursache und Wirkung, Gesetz der Anziehung? Weil das Gesetz der Anziehung, da sind wir wieder bei dem freien Willen, und dass wir alle selbst uns unsere Lebenswirklichkeit erschaffen. Bislang hast du dir deine Lebenswirklichkeit bis zu dem Punkt, wo du gerade stehst, vielleicht zum großen Teil auf eine unbewusste Art und Weise erschaffen. Aufgrund der Muster, Prägungen und Glaubenssätze, auch im Hinblick auf Geld und. Und jetzt kannst du dich neu entscheiden. Jetzt geht es weiter in die Richtung. Und alles das, was dich jetzt auch noch daran hindert, kannst du zurückschicken zum Absender, wo es herkommt. Du kannst dich überhaupt tagsüber ganz oft fragen, auch im Hinblick auf Geld, aber auch auf sonstige Dinge, aufgrund dieser Gedankenmuster, was da immer so im Kopf vor sich geht. Ich habe kürzlich diese Woche was noch so einen schönen Satz gehört. Das Heftigste, was wir machen können, ist das zu glauben, was wir denken. Also bislang, ja. Beim Gesetz der Anziehung waren wir. Es erlaubt jedem von uns, sich wirklich das Leben zu erschaffen, so wie wir selbst es wollen. Und jeder hat ja seine eigene Lebensgeschichte, seine eigenen individuellen Umstände. Ich habe natürlich auch in meinem Elternhaus ganz viel was von Mangel gehört und Prägungen mitbekommen in der Richtung und, ohne da jetzt näher drauf einzugehen. Kennst du, ne? Hat jeder von uns. Aber jeder hat eben auch die Möglichkeit, das alles zu verändern. Sonst gäbe es da draußen keine Menschen, die es irgendwann geschafft haben, dieses Ding zu wenden. Und deshalb eine ganz wichtige Schlüsselfrage, die ich dir mit auf den Weg gebe, die ich mir auch mal gestellt habe. Wie willst du selbst es wirklich haben? Ich habe mich irgendwann mal gefragt, wie will ich selbst es wirklich haben? Ich war sowas von leid, Monat für Monat auf ein neues zu gucken, wie ich über die Runden komme. Und ich war sowas von leid, mir von anderen den Tag vorschreiben zu lassen. Und ich war sowas von leid, aus dem Fenster zu gucken und zu frieren, schlechtes Wetter zu haben, weil ich mich einfach gerne im Warmen aufhalte. Ich wollte einfach sagen zu den Kindern und zu meinem Schatz, hey, Wetter gefällt mir da draußen nicht, komm, lass uns doch irgendwo mal hinfliegen, wo es schön warm ist. Und dann lass uns dort so lange aufhalten, wie es uns gerade gefällt. Das war jetzt mal so im Groben meine Vision von meinem Leben. Und das hat auch etwas, und deshalb bist du ja auch hier. Was verbirgt sich dahinter, hinter der Suche nach deinem Seelenplan, nach deiner Lebensaufgabe? Letzten Endes das Thema Selbstverwirklichung. Du möchtest dich doch selbst verwirklichen. Da steckt schon ein ganz wichtiger Aspekt drin, ganz wichtiges Sätzlein, oder zwei Worte vielmehr. Selbstverwirklichung. Ich wirke. Ich wirke. Das sind die Dinge, die deiner Lebensaufgabe entsprechen. Wer dir darüber mal bewusst, wie schaut denn dein ideales Leben aus? Und alles, was dich dann schon wieder gleich denken lässt, das funktioniert doch nicht, weil und, schickst alles weg. Es sind nicht deine Gedanken, es ist nicht die Wahrheit. Frag dich auch jedes Mal, will ich das glauben? Ist das meine Wahrheit? Und dann nebenbei auch mal noch bemerkt, der Weg ist das Ziel. Du musst jetzt noch nicht wirklich wissen, wie das alles funktioniert. Weil als ich noch auf der Seite gehockt habe, wo du gerade sitzt und andere Menschen da draußen beobachtet hatte, die wirklich das freie Leben geführt haben, habe ich auch gedacht, hätte ich ja gerne, aber wie soll denn das funktionieren? Ich wusste nur, ich will es und habe mich dafür entschieden, es auch, diesen Weg dafür zu gehen und auch alles dafür zu tun und alle Glaubenssätze und Muster und Prägungen und dran über Bord zu werfen. Das ist der Grund, warum wir jetzt hier zum Beispiel auf Zypern eine wunderschöne Wohnung mit Pool und Palmen haben und jeden Morgen an den Strand gehen können und ja, dort leben können, wo es uns einfach gerade gefällt.
Okay, mit ein paar kleinen Ausnahmen jetzt aufgrund so einer ganz besonderen Situation. Wenn wir die nämlich nicht hätten, dann wären wir jetzt in den USA unterwegs. Aber ansonsten, ich wusste den Weg auch nicht. Das ist wie wenn du im Restaurant hockst, gibst eine Bestellung beim Kellner ab und bitte bestell da auch präzise. So wie du, also beim Universum, so wie du beim Kellner ganz präzise eine Bestellung abgibst, du hättest gerne eine Tomatensuppe, dann hättest du gerne einen Salat mit Tomaten, mit Blattsalat, mit Radieschen, keine Ahnung was. Und dann gibst du die Bestellung ab und machst dir keine Gedanken drum, wie der Koch deine Gaumenfreuden zubereitet. Und hier ist es auch so, werde dir wirklich ganz klar bewusst, wie genau würdest du gerne leben. Weil was du dann im nächsten Schritt auch in dein Leben ziehst dazu, du darfst auch dann präzise Vorstellungen haben, wie viel Geld brauchst du dazu jeden Monat. Weil einfach nur mehr Geld zu bestellen, im Prinzip, wenn du jeden Monat 1 Euro mehr bekommst, hast du mehr Geld. Ja, also werde dir wirklich über dein Leben, wie du es wirklich haben möchtest, ganz klar bewusst folge dann dieser Energie. Weil Gesetz der Anziehung, da waren wir stehen geblieben, das unterscheidet nicht, ob du dir etwas vorstellst oder ob es schon Realität ist. Ich bringe ein Beispiel dazu, damit der Denker, der Kopf da auch ein bisschen mit dabei ist. Du kennst das bestimmt, dass du auf der Couch hockst und da läuft irgendein total romantischer Film und du ja, bist Rotz und Wasser am Heulen, weil du so in diesem romantischen Geschehen drin bist. Was ist in deiner Lebenswirklichkeit in diesem Moment? Du hockst eigentlich nur auf der Couch, hast vielleicht einen Tee vor dir stehen oder einen Wein, ein bisschen Schokolade, was zum Knabbern und guckst in so eine Kiste rein. Aber du bist emotional so in dem Geschehen drin, dass dir auch zum Weinen zumute ist. Deshalb, Materie folgt immer dem Geist. Deshalb ist es so hilfreich, dass du wirklich deine Gedanken stabil in eine andere Richtung bringst und dieses ganze Mangeldenken an Geld aufgrund deiner Erlebnisse und aufgrund deiner Erfahrung in der Vergangenheit jetzt mal über Bord wirfst, im wahrsten Sinne des Wortes loslässt, wegschickst, einen Cut machst und mit deiner Vorstellungskraft dieses eine Ding änderst. Es geht wirklich darum, da auch deine Vorstellungskraft zu nutzen und dir jetzt schon vorzustellen, wie es ist, in deinem traumhaften Leben angekommen zu sein und wie viel Geld, Energie du da gerne hättest. Ein weiteres Beispiel für deinen Denker. Wenn du samstags die Treppe kehrst, wie kehrst du denn die Treppe? Von unten nach oben oder von oben nach unten? Das hat einer meiner Mentoren mal zu mir gesagt, die Treppe wird von oben gekehrt. Das hat so in mir gehaftet, die Treppe wird von oben gekehrt. Das heißt, du darfst dir jetzt schon vorstellen, von deinen Gedanken, von deinen Emotionen, von deinen Fühlen her, als wenn du schon in deinem idealen Leben bist, mit der Geldenergie, die du dann auch gerne hättest. Wie fühlst du dich dann? Wie geht es dir dabei? Damit sendest du was anderes ans Universum. Und dann sagt das Universum auch, okay, dein Wunsch ist mir Befehl. Und dann folgst du dieser Energie. Das ist immer noch mal dabei, dass es natürlich dazu auch was zu tun gibt. Ins Handeln, du ins Handeln kommen darfst, deinen Seelenplan wirklich leben darfst, deinen Seelenberuf daraus kreieren darfst. Und wichtig ist, dieses Ding auch ja, mit so einer kindlichen Freude, Leichtigkeit, mit so einem Spaß. Ich weiß, das ist auch so eine Herausforderung dabei, gerade wenn man so im Mangel noch ist. Aber wenn du dich in diese Energie hineinbegibst, das fließt immer alles. Das ganze Leben, alle Energie darf nie ins Stocken geraten. Die will immer fließen. Und deshalb ist es so hilfreich, dich da so an entweder spielende Kinder zu erinnern oder an deine eigene Kindheit, falls du da noch Erinnerungen dran hast. Wie Kinder den ganzen Tag kreieren und einfach nur sind und dieser Energie dann folgen. Hallo liebe Barbara, guten Morgen, schön, dass du auch dabei bist.
Der nächste Gedankenimpuls, den ich dir gern mit auf den Weg gebe. Eigne dir ein gutes Gefühl im Umgang mit Geld an. Geld ist im Prinzip wie ein Partner an deiner Seite. Wenn du deinen Partner nicht mehr liebst, welchen Grund soll er haben, dass er bei dir bleibt? Wenn du Geld nicht liebst, weil du noch viele Glaubenssätze und Dinge in dir hast, die dich nicht förderlich über Geld denken lassen und du so instinktiv Geld ablehnst, warum soll Geld da zu dir fließen? Warum soll Geld bei dir bleiben? Bring dir mal ein Beispiel dazu von mir. Ich hatte mal eine, weiß nicht mehr, waren es 15.000 Euro oder 15.000 Mark. Kann auch zu D-Mark-Zeiten gewesen sein. Wahrscheinlich war es nur zu D-Mark-Zeiten. Ist ja egal. Hatte ich von einer Bank zur nächsten in so einem Briefumschlag transportiert. Und ich weiß noch unterwegs im Auto, wie so ein unsicheres Gefühl in mir aufkam. Und unterwegs hatte ich dann noch Hunger und habe überlegt, halte ich da an der Bäckerei und kaufe mir dann noch Kaffeestückchen und was zu trinken. Oder fahre ich gleich durch. Dann kam so der nächste Gedanke, was ist, wenn dir jetzt jemand den Umschlag klaut? Hole ich den Umschlag mit dem Geld, mit der Tasche mit in die Bäckerei oder lasse ich es im Auto liegen? Halte ich überhaupt? Und solche Dinge sind mir durch den Kopf gegangen. Und dann habe ich gedacht, halt, stopp, wenn ich jetzt so ein Packen Kopierpapier bei mir hätte, im Auto liegen hätte, käme ich da auf die Idee, wenn ich aus dem Auto aussteige, selbst wenn ich es nicht absperre, dass mir jemand diesen Packen Kopierpapier klaut? Da haben wir ja keine Prägungen zu, nur beim Geld. Wo dann 500 draufsteht oder 50 oder 100, da haben wir Prägungen zu. Da haben wir Angst, es nimmt uns jemand was weg. Und das hat mir sowas die Augen geöffnet, wo ich gedacht habe, ich habe so ein ungutes Verhältnis zu Geld, weil ich war so erleichtert, als ich diesen Umschlag bei der Bank abgegeben hatte. Ach, Gott sei Dank ist eine Sicherheit, nur weg von mir. Ja, welchen Grund hatte dann das Geld bei mir zu bleiben? Überhaupt. Ja? Also, schau da mal, was es in dir denkt. Teilt es gerne auch hier im Kommentarfeld. Ich gucke da zwischendrin immer mal rein. Geh mal gerne drauf ein, damit du wirklich ganz, ganz viel jetzt hier auch mitnimmst. Okay? Und diese Mangelgedanken, die senden wir ja ins Universum aus. Das habe ich im Übrigen auch immer ganz, ganz viel, als ich früher noch klassische Praxisräume hatte, habe ich ja auch klassischerweise mit Aufstellungen und sowas gearbeitet. Und wenn wir Geld aufgestellt haben, das Geld, das hat immer da gestanden, also stellvertretermäßig, und hat sich totgelacht. Das wollte zu demjenigen. Aber derjenige hat so da gestanden und wollte es nicht empfangen. Ja, dann ist das Geld halt wieder gegangen. Diesen Kreislauf, diesen Gedankenkreislauf, den gilt es wirklich zu stoppen. Und wie? Ganz wichtiger Aspekt dabei ist, dass du den Fokus und gerade dann, wenn der Kontostand im Minus ist, richtest auf Zugang, gebe ich da gleich noch was mit auf den Weg, weil unser Fokus ist meist auf Abgang, Geldabfluss statt Zufluss. Und dass du auch mal dir bewusst machst, was du alles in deinem Leben hast. Und den Fokus auf die Dinge richtest und dafür wirklich, und das nicht nur einfach, das darf nicht nur einfach so dahingesagt werden, weil das ist so ein Ding, das ich Jahre auch nicht kapiert hatte, wirklich tiefe Dankbarkeit für all das zu empfinden, immer und immer wieder für das, was du in deinem Leben schon hast. Und das ist völlig unabhängig vom Kontostand. Also, ganz, ganz wichtiger Aspekt, Dankbarkeit, auch wenn es ein abgelutschtes Thema ist. Und nochmal der Hinweis, wirkliche Dankbarkeit für alles und jeden in deinem Leben zu empfinden. Damit sendest du ans Universum ganz, ganz machtvolle Gedanken.
Hallo liebe Andrea, hallo liebe Birgit, guten Morgen. So, und jetzt würde ich ja gerne mal noch einen Glaubenssatz mit auf den Weg geben. Einer meiner ersten Glaubenssätze, als ich da angefangen hatte, dieses Ding zu drehen, kannst du dir gerne mitschreiben, dass du beginnst zu denken und auch mal gerne immer wieder laut zu sagen, ich habe mehr als genug. Ich habe mehr als genug, es gibt Geld im Überfluss und es ist auf dem Weg zu mir. Ich habe mehr als genug, es gibt Geld im Überfluss und es ist auf dem Weg zu mir. Ich bin ein Geldmagnet. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Es fließt in immer größeren Mengen zu mir und fühlt sich pudelwohl bei mir. Ich gebe dir diesen Satz nochmal mit. Ich habe mehr als genug, es gibt Geld im Überfluss und es ist auf dem Weg zu mir. Ich bin ein Geldmagnet. Schließ mal die Augen und stell dir mal vor, wie es ist, wenn du magnetisch anziehend bist und wirst für Geld. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Es fließt in immer größeren Mengen zu mir und fühlt sich pudelwohl bei mir. Wenn du dich dann auch gleich dafür bedankst. Danke, danke, danke. Okay. So. Wir waren ebenso, habe ich mal zwischen den Zeilen erwähnt bei dem Thema, wo ist dein Fokus? Wo ist dein Fokus, wenn du an Geld denkst? Denkst du mehr an Abgang oder denkst du mehr an Zugang? Wo ist dein Fokus? Weil gerade wenn wir noch, das war bei mir ja früher auch so, als ich noch im Angestelltenverhältnis war. Wir sind ja so konditioniert, dann einmal im Monat kommt Geld aufs Konto, das heißt zum Monatsanfang oder Monatsmitte, Summe X ist da. Dann sind wir da so konditioniert, dass ja, das für 4 Wochen reichen darf, sollte, muss. Und jedes Mal, wenn dann Geld weggeht, weil du eine Rechnung bezahlst oder irgendwo essen gehst oder was auch immer oder andere Institutionen Geld von deinem Konto abziehen, Versicherungen und so weiter, dass es dann immer weniger wird. Und auch da hat das Universum, und das ist vielleicht ein bisschen spooky, bringt jetzt vielleicht so den Denker, den Verstand wieder aufs Glatteis. Und das Universum sagt auch da, dein Wunsch ist mir Befehl. Wenn du in dieser Gedankenerwartung bist, wird es immer wieder zu deiner Lebenswirklichkeit werden, dass du immer wieder auch ein neues Monatsanfang oder Monatsmitte, Summe X auf dein Konto fließen lässt und dann wird es halt immer wieder weniger, bis dann wieder eine Summe kommt. Das war das erste Ding, neben was ich unter anderem gedreht hatte, als ich dann wirklich die Kündigung eingereicht hatte und komplett die Verantwortung für mich, für mein Leben übernommen hatte, dass ich mir vorgenommen hatte, ich habe nie wieder einen Monat, wo ich über den ersten hinaus weniger als 3.000 Euro auf dem Konto habe. Und der zweite Schritt dann war, ich habe ganz viele Konten, alle Konten sind gefüllt. Der nächste Schritt war, dass nicht nur einmal im Monat Geld aufs Konto fließt, sondern mal zweimal im Monat, dann viermal im Monat, dann täglich Geld aufs Konto fließen darf. Das sind Dinge, die gehen nicht von heute auf morgen. Nur wenn du dich in diese Richtung bewegst, können sie auch mehr zu deiner Lebenswirklichkeit werden. Okay, also beobachte dich darin, wo ist dein Fokus? Auf Zugang oder Abgang? Und da gebe ich dir jetzt noch etwas mit auf den Weg, was auch vielleicht ein bisschen spooky ist, aber was ich bis heute mache und was wirklich genial funktioniert, bei jeder Geldausgabe, die du hast, sei es, dass du 3,58 € bezahlst in der Bäckerei oder 358 Euro, weil du irgendwie was in Anführungsstrichen Größeres kaufst. Das kannst du wunderbar auf dem Handy machen. Das habe ich auch auf meinem Handy. Beispiel, 3,58 € zahlst du irgendwo. Bedank dich dafür. Nimm diesen Betrag ohne Kommastelle, in dem Falle 358 Euro, dass die zu dir zurückfließen. Mit anderen Worten, dass jede Geldausgabe, die du hast, zehnfach, hundertfach zu dir zurückkommt.
Und bei 358 Euro lässt du die Kommastellen weg, bedankst dich für diesen Betrag, auch wenn der Verstand darin belehrt. Und Achtung, da gilt es dann auch nochmal loszulassen und nicht zu erwarten, dass genau am nächsten Tag dieser Betrag wieder auf dem Konto ist, sondern Vertrauen zu haben. Denk nochmal an das Beispiel, wenn du im Restaurant sitzt und dein Essen bestellst, ganz präzise bestellst, dann wird das ja auch irgendwann geliefert. Und so funktioniert das hier auch. Du darfst loslassen und letzten Endes natürlich auch der Geldenergie, der Energie, in die du dich da hineinbegibst, folgen. Da sind wir bei dem Kontext Seelenplan, wenn du da den Ruf deiner Seele folgst, dein eigenes Ding beginnst zu machen. Dein ganzes Sein so auf Empfang stellst und nicht von anderen dir vorschreiben lässt, was jeden Monat auf dein Konto kommt. Funktioniert das auch? Dann wirst du auf wundersame Weise merken, wie in der Richtung der Zufluss immer größer wird. Und auch solche Beträge dann in der Tat auf deinem Konto landen. Das ist, ja, es ist spooky, es ist vielleicht ein bisschen wenig greifbar, aber probier es aus. Probier es einfach aus, sieh es spielerisch, geh mit Freude, mit Leichtigkeit daran. Das ist genauso, wenn ich dir jetzt erklären sollte, wie eine Erdbeere schmeckt, wenn du noch nie eine Erdbeere gegessen hast. Das kann ich dir ganz umfänglich von schwärmen, wie lecker die ist. Aber solange du nicht selbst mal eine probiert hast, wirst du es nie wissen. Und so ist das mit diesen Dingen hier auch. Es funktioniert wirklich. Und wenn wir schon mal bei dem Thema Geldausgang sind, bei allen Rechnungen, die du bezahlst, sei es die Stromrechnung, sei es die Wasserrechnung, oder wenn du dir was bestellst und zahlst die Rechnung dazu, mach dir nochmal bewusst, was für einen Gegenwert du dafür hast. Und geh auch da in die Dankbarkeit rein. Welche Annehmlichkeiten hast du durch Strom, durch fließend Wasser? Welche Annehmlichkeit und wie viel Freude kannst du mit dem neuen Kleid haben, das du dir gekauft hast? Wie fühlst du dich dabei? Wie viele Jahre kannst du das tragen? Und. Also Zahlrechnungen wirklich mit einer guten Energie. Wirklich einer guten Energie. Und im Hinblick auf Empfang, auf Geld zu empfangen, darum geht es ja auch, dass du dir erlaubst, wirklich Geld zu empfangen, habe ich dir mal noch so 2, 3 Fragen hier mitgebracht, die dir ein bisschen die Augen öffnen können, inwieweit du dich wirklich der Geldenergie öffnest oder überhaupt, nicht nur der Geldenergie, sondern überhaupt dein ganzes Sein im allgemeinen Sinne auf Empfang gestellt hast. Denn eine simple Frage, lausch doch mal in dich hinein, lausch mal auf den ersten Impuls, was macht das mit dir? Fällt es dir einfach, Komplimente anzunehmen, wenn dir jemand was sagt? Fällt es dir einfach, Komplimente anzunehmen, also zu empfangen? Fällt es dir einfach, unerwartete Geschenke zu erhalten? Oder wenn du mal so ein unerwartetes Geschenk bekommst, ist dein erster Gedanke da schon wieder, wie kann ich mich revanchieren, wie kann ich das wieder gut machen? Wenn du in die Richtung denkst, dann ist so deine Mentalität nicht ganz so auf Empfang gestellt. Andere Frage, lass das mal auf dich wirken. Nimmst du leicht und gerne Hilfe an, wenn sie dir angeboten wird? Nimmst du leicht und gerne Hilfe an, wenn sie dir angeboten wird? Ich muss ein Fenster zu machen, das wird, glaube ich, ein bisschen lang. Lausch da mal in dich hinein. Nimmst du leicht und gerne Hilfe an, wenn sie dir angeboten wird? Oder wenn du zum Essen eingeladen bist oder ihr geht zusammen essen mit Freunden. Und die Freunde sagen, dann dürfen wir dich einladen zum Essen. Kannst du da einfach sagen, ja, danke, freut mich, ohne wieder gleich zu denken, wie kann ich mich revanchieren? Denk nochmal zurück an das 3-4-jährige Kind, das einfach auf Empfang ist. Wir waren alle auf Empfang. Auch du warst mal auf Empfang. Nur, warum du jetzt mehr so da stehst, wie ich hier früher auch da gestanden habe, hängt alles mit diesen
Mustern zusammen, über die wir gerade sprechen. Diese kleinen Fragen, die ich dir jetzt mitgegeben habe, die können dir helfen, auch dieses Ding zu drehen. Die haben mir auch ganz, ganz viel die Augen geöffnet. Okay? Auch noch ein wichtiger Aspekt, was ich immer merke, wenn ich mich mit wunderbaren Menschen über das Thema Geld, und das machen wir auch ganz viel innerhalb der Akademie, die Menschen, die da bei mir in der Akademie sind, die ich da begleite, wo es in den Kurs ganz, ganz viel natürlich auch darum geht, sich der Geldenergie zu öffnen. Gönn dir was. Begib dich in diese Reichtumsenergie hinein. Wenn ich dazu auch oft mal einlade oder auch so mit Bewerbern, Bewerberinnen für die Akademie im Erstgespräch und wir finden mal heraus oder schauen mal, wie dann so das ideale Leben ausschaut. Ich mache mal so den Vorschlag, ja, was ist so in deinem Bewusstsein drin? Würdest du gerne im Sieben-Sterne-Hotel mal ein paar Tage verbringen? Wie oft höre ich da, nee, brauche ich nicht. Ich brauche einfach nur irgendwo ein Bett und Übernachtung, ein sauberes Zimmer und so. Das sind alles Dinge, die kenne ich nur so gut von mir. Nur, wenn du dein ganzes Sein auf Empfang stellen willst und wirklich die Energie in dein Leben Geld zu dir fließen lassen möchtest, sodass du dir keine Gedanken mehr darüber machen musst. Wenn du dir ein Auto kaufst, dass du halt einfach das Auto kaufst und zahlst, ist fertig. Oder wenn du irgendwo hinfliegen willst, dann buchst du halt den Flug, fertig. Und du musst nicht irgendwie mal noch drüber nachsinnieren, wie kriege ich jetzt das Geld dann zusammen, um mir das zu erlauben. Wenn du diese Energie langfristig rein willst, dann geht es einfach auch darum, dass du dich oft in so eine Reichtumsenergie hinein begibst, nicht nur denkst, sondern auch hinein begibst. Was meine ich damit? Und vor allem noch was, bevor ich dir sage, was ich damit meine. Das eine schließt das andere nicht aus, denn hey, schau mal, wie schön es ist, wenn du sagst, jetzt will ich mal einfach nur Natur haben, irgendwo in der Hütte sein, ohne Strom, ohne Wasser, einfach nur ganz in der Natur, ganz mit der Natur verbunden. Das sind Dinge, die ich ja auch schon gemacht habe, auch heute immer mal noch gerne mache. Wenn du aber auch die Möglichkeit hast, wenn dir mal danach zur Mode ist, dich und deinen Körper und dein ganzes Sein verwöhnen zu lassen, dass du eben auch mal in ein 5-, 6-, 7-Sterne-Hotel gehst, das dir dort gut gehen lässt. Weil das eine schließt das andere nicht aus. Das sind nur wieder Gedanken, die sich hier in unserem Kopf abspielen. Die du als wenn du mit dieser kindlichen Energie jetzt noch, mit dieser kindlichen Denkweise unterwegs wärst, wenn man da nicht so viel über uns gestülpt hätte, kämen wir auch nicht auf die Gedanken. Das eine schließt das andere aus. So, wie kannst du das jetzt in die Tat umsetzen? Schau in deiner Umgebung, wo gibt es da ein schickes, edles Café? Nur mal um ein Beispiel zu nehmen, wo du vielleicht einmal die Woche hingehst für ein Stündchen und genießt mal das tolle Ambiente. Und wenn der Kaffee dort auch 5 oder 6 Euro kostet, egal, du gönnst dir den Kaffee und begibst dich einfach in diese Energie ein und badest in der Energie. Nimmst all deine ganzen Zellen auf, wirst merken, was es mit dir macht und löst dich auch von dem Gedanken, wenn du in deinen Kleiderschrank guckst, da sind so gewisse Kleidungsstücke drin, die für ganz besondere Anlässe sind. Das ist auch nur eine Prägung. Zieh deine schicksten Kleider dann an, wann es dir danach zumute ist und nicht nach dem Anlass. Deshalb hast du es dir ja gekauft, dass du dich da wohlfühlst. Also zieh einmal die Woche dein schickstes Kleid an, gib dich in das schickste Hotel, in das schickste Café um die Ecke und genieße. Fertig. Okay? Und, wenn wir gerade bei Kleider sind, wie oft gehst du in der Stadt an Geschäften vorbei? Kenne ich ja auch. Man sieht ein schickes Kleid. Wow, schaut das gut aus. Ich erinnere mich gerade noch, das ist schon 20 Jahre her, an eine Jacke in einem Wintersportgeschäft. Ich weiß noch bis heute, wie sie ausschaut, aber die hatte damals wirklich total meinen Horizont gesprengt. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich dieser Jacke noch nachtrauere,
Aber ich hätte mir damals nicht vorstellen können, für das Geld, was die damals gekostet hat, mir diese Jacke zu kaufen. Aber bis heute denke ich an diese Jacke. Ja? Und wie oft siehst du im Geschäft oder im Schaufenster ein schickes Kleid, einen schicken Anzug, irgendwas, wo dein Herz aufgeht, sagst, wow. Dann guckst du auf den Preis. Nächster Gedanke, doch nicht so schön, braucht keiner. Was macht das Universum? Sagt dir, okay, dein Wunsch ist mir ein Fehl. Und das war's. Wie wär's, wenn du ab sofort jedes Mal, wenn du ein schickes Haus irgendwo stehen siehst, wir sind ja hier morgens immer am Strand unterwegs, ich weiß schon, dass die Wohnung, in der wir jetzt gerade sind, auch nur so Übergang ist. Und da stehen so schicke Villen direkt am Strand. Und ja, da sind meine Gedanken jetzt schon, toll, kann ich mir kaufen, kann ich mir erlauben. Statt zu denken, boah, ist zu viel, kann ich mir nicht erlauben, ist nichts für mich. Wie wäre es, wenn du auch da deine Denkweise in eine andere Richtung lenkst? Wenn du irgendwo ein schickes Auto siehst, ein schickes Kleid, schicke Schuhe und sofort aufhörst zu denken, das ist viel zu teuer, das kann ich mir nicht kaufen und. Wie schön, kann ich mir erlauben, kann ich kaufen und in diese Energie abtauchst. Das heißt ja nicht, dass du wirklich die Villa irgendwo kaufen musst, aber wenn du in diese Richtung überhaupt denkst und dich da auf Empfang stellst und dann herausfindest, was willst du wirklich, das ist doch das Ding. Es geht nicht darum, andere nachzuahmen, sondern dich selbst zu verwirklichen, dein eigenes Ding zu machen, aber ohne Begrenzungen, dir bewusst zu sein, dass auch für dich alles da ist, dass du nicht hierher gekommen bist, um dich zu quälen. Okay? So, also umswitchen bei allem, was du siehst. Danke, ich kann es mir kaufen. Und in diese Energie abtauchen. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass du wirklich anfängst, anders zu denken und diese Dinge auch für deine Wahrheit anzunehmen. Den bedingungslosen Glauben, nochmal lieber eben beim Restaurant drüber gesprochen haben, wenn du eine Bestellung abgibst, machst du dir auch keine Gedanken drum, ob der Koch dir das Rezept da zaubert und der Kellner es dir serviert, sondern du hast es abgegeben. Okay? Und hab hier auch die Gewissheit, dass das Universum wohlwollend an deiner Seite ist und alles das, was dich glauben lässt, du bist es nicht wert, du hast es nicht verdient und tralala, schickst zurück, es ist nicht deines. Willst du es wirklich weiter glauben oder was willst du glauben in der Zukunft? Und je positiver du anfängst, stabil in der Richtung zu denken, umso mehr wirst du die Geldenergie in dein Leben wirklich ziehen, die du wirklich haben möchtest. Also übe dich darin, täglich wirklich mehr an Wohlstand und Reichtum zu denken, als an die Dinge zu denken und denen Energie zu schenken. Allem, was wir Aufmerksamkeit schenken, bekommt Energie und wächst, an denen es dir mangelt. Das sind wir nochmal bei dem Thema Dankbarkeit, mach dir mal bewusst, was du alles hast, was auch nichts mit Geldenergie zu tun hat. Und übe dich darin, mehr an Wohlstand zu denken, an Reichtum, als diese sorgenvollen Gedanken, die ich von mir früher auch nur zu gut kenne. Den ganzen Tag hat sich mein Köpfchen darum gedreht und macht es auch mit. Ja? Anderer Aspekt auch, um dem Universum zu signalisieren, noch fällt mir gerade ein Hinblick auf Dankbarkeit, was du alles hast, und um dem Universum auch jetzt schon zu signalisieren, auch nochmal bei dem Thema Treppe wird von oben gekehrt, lass Geld gerne weiterfließen. Lass Geld wirklich gerne weiterfließen und sei großzügig auch im Hinblick auf Spenden zum Beispiel. Und da geht es jetzt nicht darum, dass du gleich musst denken, 1000 Euro oder so jeden Monat zu spenden, sondern du kannst da so kleine Spielchen machen, großzügig anfangen, mal Trinkgeld zu geben. Auch großzügig anfangen, du sitzt irgendwo im Café,
Tasse Kaffee kostet 2,50 €, aber du fühlst dich gerade wohl. Die Bedienung war ganz nett. Hattest noch ein nettes Gespräch mit ihr. Dann verdoppelst du einfach mal die Rechnung und zahlst mal 5 € statt 2,50 €. Und als nächsten Schritt kannst du auch gerne mal hingehen, wenn du dann mal eine Rechnung von 20 € hast, auch mal 30 € zu bezahlen, wenn Service und alles rundum gestimmt hat. Damit, Kopf rebelliert jetzt vielleicht nochmal, aber Achtung, beobachte mal, was es jetzt in dir denkt. Damit signalisierst du dem Universum, ich habe mehr, als ich brauche. In kleinerem Stil kannst du damit anfangen. So habe ich auch mal angefangen, dass ich 1, 2 und 5 Cent Stücke, egal wo ich eingekauft habe, auch sei es im Supermarkt, habe ich immer gesagt, das ist gut für die Kaffeekasse, habe ich gar nicht mal ins Portemonnaie genommen. Oder wenn wir so unterwegs waren in Städten und haben Fahrkarten gekauft, ÖPNV, das Wechselgeld einfach mal in diesem Kästchen drin gelassen. Und dann schon so eine diebische Freude in mir gehabt. Der Nächste, der kommt und eine Fahrkarte zieht und sieht, da liegt 1 € oder 1,50 € drin. Wie freut derjenige sich darüber? Also damit kannst du dir ein Spielchen machen und auch dem Universum signalisieren, ich habe mehr, als ich brauche. Liebe Annette, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dich zu sehen hier im übertragenen Sinne. Genau. So. Wie wäre es auch, wenn du Geldscheine mal umtauschst in Freudescheine? Dass du, oder Spaßscheine, Freudescheine. Statt Geldscheine, Freudescheine. Wie viele Freudescheine hast du in deinem Portemonnaie? Wie schaut überhaupt dein Portemonnaie aus? Ist es ein Schmuckstück, wo auch das Geld sich richtig wohlfühlt? Oder ist es eher so ein Sammelsurium an Quittungen und tralala, was sich da alles drin verbirgt und Einkaufszetteln und Durcheinander, wo du das Portemonnaie überhaupt nicht gerne aus der Tasche rausnimmst, allenfalls zu bezahlen und dann landet sie da in der Tasche? Also sorg auch dafür, dass die Geldenergie sich in der Richtung wirklich wohl bei dir fühlt. Dass du, das kommt jetzt so ein bisschen aus dem Feng Shui, dass du das Geld auch nicht in kleinste Teile da faltest, sondern dass es sich im wahrsten Sinne des Wortes wohlfühlt im Portemonnaie, dass du auch ein Portemonnaie hast, dass du auch gerne auf den Tisch legst als Schmuckstück, das Geld sich auch darin entfalten kann. Und ganz wichtiger Aspekt, beginne auch die Geldenergie immer bei dir zu tragen in Form von Bargeld, wo es dir so ein Kribbeln verursacht, wo es so an so einer Grenze ist und du sagst, oh, hoffentlich klaut mir keiner das Portemonnaie. Denn damit gewöhnst du dich auch daran, wirklich mit einer entsprechend höheren Summe an Geld unterwegs zu sein. Das können 500 € sein, das können 1.000 € sein, können auch 2.000 € sein. Egal, sodass es für dich normal ist, dass diese Geldenergie immer bei dir ist. Und dann geschieht auch Folgendes, wenn du dann unterwegs bist beim Einkaufen und siehst irgendwas, keine Ahnung, wenn du zum Beispiel 2.000 € dir diese Realität aneignest, dass das normal in deinem Portemonnaie ist, kannst du dir jetzt einfach kaufen, kostet 1.500 €, kannst du einfach kaufen. Das heißt nicht, dass du es kaufst, du brauchst es ja dann aber auch nicht. Aber du könntest es dir kaufen. Allein die Möglichkeit nimmt Druck raus. Ja? Annette schreibt, für uns hat mal jemand Fremdes einfach unseren Kuchen im Café bezahlt. Als wir zahlen wollten, hat uns die Dame aus dem Universum gegrüßt. Ja, Annette, wie cool ist das denn? Und die Dame hat sich wahrscheinlich diebisch gefreut, wenn ihr dann zahlen wolltet. Ja, ist schon bezahlt. Das sind so die Dinge, die machen total Freude. Genau. Hallo, liebe Simona, guten Morgen. So, also, was ich auch schon gemacht habe, das Geld einfach irgendwo liegen lassen. Ich habe mir mal so einen Vormittag einen Spaß gemacht. Ich glaube, es waren so 50 €, die ich da in die Hand genommen hatte. 15 €-Scheine. Zettel dran gemacht, diese Post-it-Zettel, Geld liegt auf der Straße
oder hab einfach Freude mit Geld, Geld fließt mit Freude zu dir, also an diese Scheine dran gemacht, war dann in der Stadt unterwegs und habe diese 15-Euro-Scheine verteilt, habe mich tierisch gefreut für diejenigen, die das dann gefunden haben. Einfach mal, da weiß ich noch, da war es so ein Bioladen, wo ich was getrunken hatte. Und wir hatten so den Besteckkasten auf dem Tisch stehen. Und da habe ich, bevor ich dann gegangen bin, so ein bisschen unter den Besteckkasten den 10-Euro-Schein hingelegt und bin dann einfach gegangen. Oder in der Einkaufsstraße, da standen so viele leere Tische, da habe ich unter den Aschenbecher auch 10 Euro einfach hingelegt und bin einfach gegangen. Und hatte so eine typische Freude dabei, die Nächsten, die sich jetzt da hinhocken und Kaffee bestellen, finden den 10-Euro-Schein. Was haben die eine Freude dabei? Du hast Freude dabei, du hast Spaß dabei, du tauchst in so eine kindliche Energie ein und du darfst eines wissen, du signalisierst dem Universum damit, ich habe mehr als ich brauche und es wird vielfach zu dir zurückfließen. Okay? Und jetzt sind wir nochmal bei dem Thema, was das nochmal mit deinem Seelenplan zu tun hat, mit deiner Botschaft, mit dem Ruf deiner Seele zu folgen, deinen Seelenruf daraus zu kreieren. Was ich ja eingangs schon erwähnt habe. Stell dir die Frage, was haben andere Menschen davon, dass es dich gibt, welche Botschaft willst du daraus in die Welt bringen? Und unter dem Aspekt, dass wir alle ein großes Ganzes sind, alles ist eine große Energie. Doch wir sind Energiewesen, auch du bist ein Teil dieser Energie. Und diese große ganze Energie, das Universum, kennt keinen Mangel. Das sind nur die Geschichten, die wir uns zwischen unseren Ohren hier erzählen. Es ist alles Fülle. Deshalb erlaub dir, deine Botschaft in die Welt zu tragen, deine Seelenplan wirklich zu entdecken, was deine Aufgabe hier ist, deinen Seelenruf daraus zu kreieren. Und damit dir dann auch ein Leben nach deinem Herzen zu erschaffen, damit du die Dinge, die du wirklich, da geht es jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen konträr, da geht es in Wahrheit nicht ums Geld, sondern da ist Geld Mittel zum Zweck. Nicht nur, dass du es dir kannst gut gehen lassen, so wie du es wirklich möchtest, sondern auch deine Botschaft rausträgst, unter anderem den Mehrwert, das hinterlassen möchtest, was du hinterlassen willst, sei es Projekte zu unterstützen. Gestern hat mir noch jemand erzählt, die da ja, so eine ganz besondere Institution gerne unterstützen würde und am liebsten jeden Monat im fünfstelligen Bereich Geldenergie hinfließen lassen möchte, wo es um misshandelte Kinder und so was geht. Was ist dein Ding? Was möchtest du hier hinterlassen auch? Und dazu brauchst du nun mal Geldenergie. Und es ist doch auch gut, dass wir die Geldenergie da haben, um solche Projekte unterstützen zu können. Und je mehr du dir erlaubst, auch Geldenergie in dein Leben fließen zu lassen, umso mehr kannst du doch auch weiter fließen lassen. Wem nutzt es was, wenn du weiter im Mangel bleibst und dir erzählst, ich brauche das nicht. Wie kannst du dann deine Botschaft raustragen? Hallo, liebe Katrin, guten Morgen. Annette, ich wollte 2000 Euro in Oberstdorf vergraben, um dem Universum zu zeigen, dass ich dort ein Haus wünsche, aber wirst du mal nicht so dafür. In den Rauhnäschen bringen wir immer, das kann ich mir gut vorstellen, dass der bist du dann nicht dafür war. In den Raunäschen bringen wir immer Geldmünzen in den Wald für die Zwerge. Ich weiß, das hört sich doof an, funktioniert aber. Annette, da bin ich ganz bei dir. Mit den Raunäschen habe ich es ja auch. Jedes Jahr Ritual von mir, wo ich in die Raunäschte eintauche. Und ich habe auch viele Jahre da Seminare und Kurse gemacht zu den Raunäschen. Und da gibt es am 21. Dezember zur Sonnenwende auch bei mir in meinem Ritual, wo ich unter anderem das Leben, das wir uns jetzt hier manifestiert haben, auch mal Mutter Erde übergeben habe und solche Dinge. Also das klingt spooky, aber es funktioniert. Danke, Annette, dass du das mit uns teilst. Könnt ihr alle auch mit aufnehmen.
Okay, also wir waren bei den Freudenscheinen, das habe ich dir eben auch mit auf den Weg gegeben. Tauch in diese kindliche Freude mit Geld auch wieder ein. Geld folgt der Freude. Und noch was zum Thema Einkaufen. Auch das ist sowas, was so spooky ist, was aber auch total gut funktioniert. Wenn du irgendwas siehst, egal was es ist, sei es das Kleid oder sei es das Schmuckstück irgendwo oder der Deko-Gegenstand, frag diesen Gegenstand, lieber Gegenstand, liebe Tasche, liebes Kleid, liebe Deko-Kugel, egal, kreierst du mir mehr Geld? Lieber Wintermantel, kreierst du mir mehr Geld? Wenn ein Ja kommt, folge diesem Impuls und kauf das Teil. Auch wenn dein Kopf dann anfängt, dir zu sagen, bist du wahnsinnig? Die 200 Euro, die könntest du doch jetzt eigentlich für was anderes gebrauchen. Auf wundersame Art und Weise wird es vielfach zu dir zurückkommen. Frag bei allem, was du kaufst, kreiert mir das mehr Geld? Bei allen Entscheidungen, die du triffst, auch wenn du Seminare oder irgendwas besuchst, folge da den ersten Impulsen. Kreiert mir das Geld? Wenn Ja kommt, machen. Wenn Nein kommt, nicht machen. Okay. So. Und jetzt würde ich gerne noch mit euch zusammen hier, ich schaue mal nochmal, ob noch Fragen sind, könnt ihr gerne noch reinschreiben, gehe ich nachher noch ein drauf. Gehe ich nachher noch drauf ein, okay. Mal so eine kleine, ja, Übung machen, damit du auch mal so richtig dein Sein auf Empfang stellst und mache ich dich so ein bisschen ins Denken und ins Fühlen reinkommst. Schenk mir noch mal ein paar Herzlein, wenn du da Lust drauf hast, damit ich auch noch ein bisschen mehr Freude dabei habe, das mit dir jetzt zu machen. Ich schenke mal noch einen Schluck Tee in der Zwischenzeit. Und wenn noch Fragen aufkommen, auch gerne reinschreiben. Ich gucke nachher noch mal rein. So, ja, danke. Okay. Dankeschön. Dann schließen wir mal die Augen. Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken darf möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde hast, die dich nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben gerichtet, auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich ein, jetzt einige Male auszuatmen durch den Mund. Mach dich mal leer. Lass die Schultern sinken. Lass dich in deinen Körper sinken. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt, in deinem Raum, in dem du dich befindest, an. Spür die Sitzfläche, auf der du hockst. Vielleicht magst du auch dich eingeladen fühlen, dich tragen zu lassen. Jetzt vom Leben, von der Sitzfläche. Nimm mal wahr, wie gut es tut, jetzt einfach nur da zu sein. Beobachte deinen Atemstrom, wie es dich ein- und ausatmet, ohne etwas zu verändern. Lass die Schultern sinken, alles das, was dich jetzt noch beschäftigt und belastet, lass es los, schick es vor die Tür. Kannst es ja nachher noch mal einfangen, schick es jetzt einfach mal raus vor die Tür und mach dich ohne Erwartungshaltung, soweit dir das jetzt möglich ist, mal leer. Wunderbar. Lass den Atemstrom ein- und ausströmen. Und komm so auch ganz in unserem gemeinsamen energetischen Raum hier an. Lass all das, was jetzt noch an Anspannungen, Anhaftungen da ist, soweit das möglich ist, los.
Dann würde ich dir gerne nochmal ein paar neue Glaubenssätze mit auf den Weg geben. Sprich sie mal für dich im Geiste nach, gerne auch laut, wenn du alleine bist. Denke mal an die Geldenergie, denke mal daran, dass alles eine große Energie ist. Stell dir mal vor, wie es ist, wenn künftig die Geldenergie an deiner Seite ist, so wie den Partner, den du liebst, den du auch gerne an deiner Seite hast. Dann lass mal den Satz auf dich wirken: Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Atme mir wahr: Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Alles, was das jetzt vielleicht aufkommen lässt und vielleicht in eine andere Richtung lenken möchte, schick's weg, es ist nicht deines. Was willst du glauben? Wie hättest du es gern? Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Es fließt in immer größeren Mengen zu mir und fühlt sich pudelwohl bei mir. Und ich lasse die Geldenergie auch immer gerne weiterfließen. Ich liebe Geld und Geld liebt mich. Es fließt in immer größeren Mengen zu mir und fühlt sich pudelwohl bei mir. Ich lasse es auch gerne weiterfließen. Jetzt lade ich dich mal ein, dir vorzustellen, wie Geldenergie jetzt zu dir fließt. Ich lade dich ein, dir jetzt einfach mal vorzustellen, wie Geldenergie zu dir fließt. Du kannst jetzt gerne auch deine Hände mal so rechts und links neben den Körper, also wegnehmen von den Oberschenkeln, so rechts und links ausbreiten, so wie wenn du dein ganzes Sein, dein ganzes Wesen jetzt mal so auf Empfang stellst. Stell dir mal vor, wie Geldenergie jetzt zu dir fließt. Wo kommt es her? Kommt es vielleicht aus dem Universum? Kommt es von links nach rechts, von oben nach unten, von vorne nach hinten? Ohne etwas jetzt zu bewerten und zu beurteilen, schau mal, wo es spontan herkommt. Wenn es nur aus einer Seite jetzt kommt, aus einer Richtung, ist genauso okay, wie wenn es aus mehreren kommt. Empfang mal diese Geldenergie, die jetzt zu dir fließen möchte. Stell dir einfach vor, wie jetzt Geldenergie zu dir fließt. Aus dieser einen oder aus mehreren Richtungen, die dir gerade so im Bewusstsein sind. Stell dein ganzes Sein, dein ganzes Wesen auf Empfang. Atme. Erlaube dieser Geldenergie, es auch zu dir fließen zu lassen. Dabei. Dann stell dir vor, wie aus allen Richtungen jetzt Geld zu dir fließt. Stell dir vor, wie jetzt mal aus allen Richtungen Geld, sprich Geldenergie zu dir fließt. Von links, von rechts, von vorne nach hinten, von oben, von unten. Aus allen Richtungen fließt Geldenergie zu dir. Erlaube dir jetzt mal, dich den Gedanken zu öffnen, dass aus allen Richtungen Geldenergie zu dir fließt. Atme, nimm wahr. Vielleicht mag dir ein Lächeln übers Gesicht huschen. Lächle, erlaube es dir. Erlaube dir jetzt, die Geldenergie aus allen Richtungen zu dir fließen zu lassen. Atme. Fühl dich so ganz angebunden an den Geldfluss. Lass diese Geldenergie durch dich hindurchfließen und weiterfließen. Lass sie einfach weiterfließen, ganz in der Gewissheit, dass immer mehr, auch immer in größeren Mengen Geldenergie erst zu dir fließt. Du musst nicht wissen, wie für diesen Moment. Geht jetzt einfach nur mal darum, ganz in diese Geldenergie einzutauchen. Erlaubt dir, diese Geldenergie anzunehmen.
durch dich hindurch fließen zu lassen und weiter fließen zu lassen. Wunderbar. Dann fühl mal, spür mal hinein, was das mit dir macht. Wie geht's dir dabei? Wie fühlst du dich dabei? Lässt dich das aufatmen? Fühlst du dich befreit? Was macht das mit dir? Spür mal nach. Und dann nimm einen tiefen Atemzug und öffne wieder deine Augen. Und teile mal gerne mit uns hier in der Runde, wie es dir jetzt geht. Wenn du so dein ganzes Sein auf Empfang gestellt hast. Teile es mal gerne im Kommentarfeld, wie es dir dabei geht. Hallo, liebe Lucia. Danke. Der Eckhard ist mit dabei. Vielen Dank. Schön, dass du auch dabei bist. Ja, wie geht es dir nach dieser kleinen Übung mal, dein Sein so auf Empfang zu stellen, dass aus allen Ecken und Kanten, aus allen Richtungen Geld zu dir fließt? Wie geht es dir dabei? Wenn du noch Fragen hast, auch gerne posten, gehe ich gerne noch drauf ein. Und jetzt stell dir mal vor, wie es ist, wenn dieses, was wir jetzt gerade gemacht haben, Kupele fragt sich gerade, warum laufen Tränen? Kann es sein, Wahrheit, was weißt du? Dass du, dein Herz, deine Seele so berührt sind, dass du dir jetzt vielleicht zum allerersten Mal erlaubt hast, wirklich Geldenergie zu fühlen, zu spüren, dich hier zu öffnen. Und dass das eine Art von Freudetränen sind, von Tränen der Berührung. Kann das sein? Birgit, das fühlt sich gut an. Wow, vielen Dank. So, und jetzt stell dir mal vor, das, was wir gerade gemacht haben. Du bist jetzt weiterhin nicht alleine, sondern fühlst dich da weiterhin getragen und begleitet und tauchst noch viel tiefer ein, als das, wo wir jetzt gerade so ein bisschen an der Oberfläche gekratzt haben. Und du wirst ja auch noch wirklich klar darüber, was wirklich genau deinem Seelenplan entspricht, deiner Lebensaufgabe und du folgst dann wirklich auch dem Ruf deiner Seele. Du kommst so wirklich mal ganz und dauerhaft in den Erfolgsmodus, in den Empfangsmodus. Was würde das noch alles zusätzlich dauerhaft jetzt wirklich in deinem Leben verändern? Wie würdest du dich da zum Beispiel in 4 Wochen fühlen? Befreiend, erleichtert, glücklich, erfüllt, dauerhaft. Wie würde dein Leben in einem Jahr dann ausschauen, wenn du dich jetzt noch weiter begleiten lässt? Wenn du wirklich dauerhaft abtauchst in diese Gedankenenergie. Und jetzt würde ich dich dazu einladen, mal dir die Frage zu stellen, was kreiert dir jetzt mehr? Dauerhaft in diese Richtung wirklich zu gehen, dauerhaft da zu bleiben, auf Empfangsmodus immer mehr. Oder es weiter alleine zu versuchen. Was kreiert dir mehr? Und Simona schreibt noch, ich spüre die Energie immer noch. Sehr schön, vielen Dank, liebe Simona. Wenn du jetzt gerne dauerhaft in die Richtung wirklich dein Leben ändern möchtest, wirklich finden möchtest, was in dein, ist dein Ding, sei es, dass du noch im Angestelltenverhältnis bist, dass du grundsätzlich auf der Suche bist, dass du vielleicht schon selbstständig bist, aber es läuft einfach nicht so rund,
weil du so vielseitige Talente hast und du kannst noch nicht so richtig gut Monat für Monat von leben, dann ist es wirklich nach meiner Erfahrung mit den Menschen, die ich bislang begleiten durfte, so das eine Ding, das man hinzufügen kann, so die Quintessenz deiner selbst, was es dann zu einem wunderbaren Runden macht. Oder wenn du überhaupt mal in die Richtung gehen willst, dass du sagst, ich bin es leid, wirklich meinen Tag, mein Leben von anderen vorschreiben zu lassen und will jetzt wirklich herausfinden, warum bin ich hier, was ist genau meine Botschaft, was die Quintessenz meiner selbst, will die Botschaft hinaustragen und meine Mehrwert erschaffen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie ich dich begleiten kann und auch gerne begleite. Eine Variante ist ein Mentoring-Programm, das über 8 Monate geht. Das ist ein VIP-Mentoring-Programm, wo wir ganz viel Zeit auch nochmal special, das ist eine ganz kleine Gruppe, nur von ein paar Leuten, ganz exklusive Gruppe, wo ich dich individuell begleite für 8 Monate im Rahmen eines VIP-Programms. Dein Invest dazu sind 25.000 Euro. Oder wenn du sagst, boah, das ist mir jetzt wirklich noch eine Hausnummer zu viel. Die andere Variante ist ein Mentoring, wo wir im ersten Schritt, da brauchen wir 4 Wochen zu, deinen Seelenplan schriftlich fixieren nach einer genauen Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann auch daraus noch deinen Seelenberuf kreieren, sodass du da durchstarten kannst. Und da ist es auch egal, ob du schon selbstständig bist oder ob du in die Richtung denkst. Das ist ein Programm von 4 Monaten. Da finden regelmäßig natürlich auch Calls und so weiter statt. Da gibt es im Hintergrund vorgefertigte Module, die du dann durchläufst, wo ich dich dann natürlich auch begleite. Das ist so eine Variante, wo du wirklich in 4 Monaten Klarheit hast zu deinem Seelenplan, zu deinem Seelenberuf und dich da draußen auch zeigst und auch ganz klar weißt, das ist die Geldenergie, die du in dein Leben fließen lassen möchtest, Kunden auch in der Richtung gewinnst und dann auch die Umsätze machen kannst, die du wirklich in den Monat stabilieren möchtest. Da ist dein Invest 7.000 Euro. Oder wenn du sagst, auch das ist mir too much, 3 Varianten für diejenigen, die ganz vorsichtig sind. 3. Variante, erstmal nur Seelenplan entdecken, erstmal so einen kleinen Schritt zu gehen, erstmal laufen lernen, wie so ein Kleinkind, das mal laufen lernt. Wenn du vielleicht auch schon Erfahrungen in der Selbstständigkeit hast und du sagst, ich will jetzt einfach nur mal noch das eine Ding, was mich wirklich ausmacht, da hinzufügen, damit es runterläuft. Das ist eine Begleitung von 4 Wochen. Da ist dein Invest in dich 2.000 Euro. Und ich poste dir jetzt den Link rein, wo du dich bewerben kannst. Denn ich würde schon mal gerne noch ein paar Worte mit dir da wechseln. Falls du unsicher bist, trag dich da ein. Jemand aus meinem Team wird dann Kontakt mit dir aufnehmen oder überhaupt, wenn du Fragen hast. Oder wenn du sagst, ich beobachte dich jetzt hier schon so lange, für mich ist absolut klar, jetzt ist der Zeitpunkt da, jetzt will ich da mit dir durchstarten. Dann schreib eine Mail an mich, jamgabronde@t-online.de, schreib dazu, ich bin dabei, schreib mir dann auch dazu, welches Programm. Exklusives VIP-Mentoring in einer ganz kleinen exklusiven Runde, 8 Monate, wir beide zusammen 25.000 oder eben 4 Monate Seelenplan entdecken, den Seelenberuf daraus kreieren, 7.000 Euro oder die 4 Wochen, da hast du deinen Seelenplan schriftlich in der Tasche, 2.000 Euro. Du bekommst dann die Kontodaten und dann kannst du im Prinzip nächste Woche Montag auch schon losgehen, also morgen schon losgehen. Montags finden unter anderem Calls statt, da bist du da auch schon dabei und verlierst keine weitere wertvolle Zeit. So, Link zum Bewerbungsformular schreibe ich dir jetzt mal hier ins Kommentarfeld rein. Und dann schaue ich mal noch, was noch an Fragen aufgetaucht ist. So, Link zum Bewerbungsformular ist da. Genau. Ja. Wie gesagt, schreib mir auch gerne mal rein,
was deine größte Perle ist, die du jetzt hier schon mal mitnimmst. Was ist dein größtes Learning? Was ist deine größte Perle hier? Darüber freue ich mich natürlich auch. Sehr schön. So, ihr Lieben, hat mir Freude gemacht, das Live-Training hier, wie auch immer du dich entscheidest, ob wir weiter zusammen miteinander arbeiten, du in 4 Wochen deinen Seelenplan, deine Lebensaufgabe schriftlich in der Tasche hast oder wir 4 Monate gemeinsam Zeit miteinander verbringen, sodass du auch noch deinen Seelenberuf daraus kreierst oder ob du sagst, ich gehe all in und lässt dich da im VIP-Mentoring von mir ganz, ganz exklusiv begleiten. Oder wenn du sagst, nee, kriege ich jetzt alles alleine hin, wie dem auch sei. Schön, dass du dabei warst. Schön, dass es dich gibt. Bitte, bitte, bitte wisse, du bist hierher gekommen mit einer einzigartigen Botschaft, mit einzigartigen Fähigkeiten. Es gibt dich nur einmal auf dieser Welt hier. Und erinnere dich daran, als du mal ausgecheckt hast, aus dem Bauch von der Mama, hast du alles für möglich gehalten. Du wolltest die Welt erobern, du wolltest neue Dinge erschaffen und kreieren. Es ist wirklich auch nach wie vor alles für dich möglich. Entscheide dich für dich, entscheide dich für dein traumhaftes Leben, so wie es zu dir passt. Und das Leben ist das größte Geschenk, das wir alle bekommen haben. Und es ist viel zu schade, um es an uns vorbeiziehen zu lassen. Ich freue mich auf die weitere Begegnung mit dir und freue mich natürlich auch, wenn du dich traust, zu springen und ja, wir da in unserer wunderbaren Community innerhalb der Akademie wunderbare Zeit miteinander verbringen und du noch viel, viel mehr Möglichkeiten und Türen öffnest, als das, was du bis jetzt noch für möglich hältst. So viel mehr noch auch für dich möglich. Alles Liebe, ganz liebe Umarmung. Ciao, ciao. Hab noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin.